bin Leonie. Ich bin zum Hansa-Forum der Initiative, die wir heute vorstellen, gekommen. 2018, ich habe den Antrag mitgeschrieben und habe eine halbe Stelle im Hansa-Forum vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit und die Konventplanung. Und das ist? Ich bin Theresa. Ich mache seit August mein Praktikum beim Hansa-Forum. Und bin zum Hansa-Forum gekommen, weil ich einmal privat schon Kontakte hatte, weil mein Verein vom Hansa-Forum gefördert wurde und auch wird. Und ich halt das Praktikum für mein Studium beim Hansa-Forum machen darf. Das Hansa-Forum ist ein bürgerinnengetragenes, partizipatives und gemeinwohlorientiertes Projekt zur Gestaltung des Hansa-Viertels in eine gemeinwohlorientierte Richtung. Also ein Projekt von Menschen aus dem Viertel für Menschen aus dem Viertel. Die Idee des Hansa-Forums entstammt letztendlich der B-Side, einem Bottom-Up-Projekt am Stadthafen 1 in Münster. Ein großes Kollektiv, was aus der subkulturellen Szene entstammt und sich zum Ziel gesetzt hat, einen Freiraum am Hafen, einem umkämpften Ort in der Stadt Münster, eben zu erhalten für die Bürgerschaft. Und diesen Gedanken übertragen wir letztendlich auf das Quartier, nämlich dass wir die Menschen dazu animieren und motivieren wollen, ihr Viertel, ihr Stadtquartier mitzugestalten. Und wir hatten damals 2018 von der Stadt einen Zukunftsspaziergang umgesetzt und sind mit den Menschen durchs Quartier, haben gefragt, wie wollen wir eigentlich hier zusammen leben? Und in diesem Kontext haben wir dann Frau Burgdorf kennengelernt, das ist die aktuelle Stadtbaurätin der Stadt Aachen, und die gab uns den Hinweis, hey, da gibt es so einen Förderaufruf der nationalen Stadtentwicklungspolitik, Stadt gemeinsam gestalten, neue Modelle der Quartiersentwicklung, der passt total gut zu euch. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben gemerkt, so ja, Wahnsinn, das, was wir da in der B-Side als Samen erstmal gesät haben, wollen wir noch weitertragen wie eine Pusteblume und ins Quartier bringen. Und da geht es vor allem um partizipative und gemeinwohlorientierte Entwicklung im Viertel. Das haben wir mit unserem Modell eben geschaffen, uns darauf beworben und sind dann 2018 unter die 100 Förderprojekte gegangen, die sich beworben haben. Dann kamen wir in die Auswahl von 10 Ausgewählten, die dann bereist wurden. Und dann haben wir im September die Zusage bekommen, ja, wir sind eines von 4 Pilotquartieren deutschlandweit geworden. Wir haben eine Zuwendung in der Höhe von 700.000 Euro erhalten, die wir zu einem Viertel, nicht zu einem Viertel, aber eine Viertelmillion für das Viertel ausschütten, nämlich 250.000 Euro in den Quartiersfördertopf tun. Und da können sich gemeinwohlorientierte Projekte drauf bewerben, um die Entwicklung im Viertel voranzutreiben. Das Besondere am Hansa-Forum ist, dass wir die Menschen aus dem Viertel befragen, welche Wünsche und Werte sie für die Entwicklung des Viertels haben. Das heißt, uns interessiert, was sich die Menschen für das Leben in ihrem urbanen Lebensraum eben vorstellen. Und das trägt letztendlich den Gedanken, den wir auch in der B-Side verfolgen, als Bottom-Up-Projekt weiter. Es ist eine Art von direkter Demokratie. Wir möchten die Menschen eben daran teilhaben lassen und den Raum dafür eröffnen, dass wir in den Austausch darüber kommen. Und im Hansa-Konvent, da kommen die Menschen zusammen und beschließen gemeinsam diese Werte und Ziele im Quartier-Gemeinwohl-Index. Das passiert hier, da ist der Konvent. Und da werden auch Projekte beschlossen. Wir haben 3 unterschiedliche Formen von Projekten. Das sind einmal kleine Projekte, die werden ins Gremium reingegeben und da ganz niedrigschwellig innerhalb von einer Woche beschlossen. Das sind Projekte zwischen 0 und 250 Euro. Dann gibt es mittlere Projekte, die betragen zwischen 250 und 2500 Euro. Die werden auch ins Gremium reingegeben. Man sieht, es ist ein bisschen hochschwelliger, weil ja auch mehr Budget abgefragt wird. Und das wird dann hier im Gremium beschlossen bei einer Gremiumssitzung, die alle 2 Monate stattfindet. Und im Gremium sitzen städtische Vertreter aus der Verwaltung und den Ratsfraktionen und Menschen aus dem Viertel. Wir nennen die Viertelmenschen. Da sind 8 Menschen vertreten, die eben diese Entscheidung mittragen. Und zusätzlich noch unser Geschäftsführer von der B-Side GmbH, die trägt nämlich das Hansa-Forum und die gemeinsam beschließen dann eben
gemeinwohlorientierte Projekte für das Viertel, aus dem Viertel für das Viertel. Und wenn die Projekte beschlossen werden, wird der Quartiergemeinwohlindex als Entscheidungsgrundlage hinzugezogen. Dann haben wir noch eine dritte Kategorie von Projekten, nämlich das sind die großen Projekte. Die umfassen zwischen 2.500 und 25.000 Euro. Und die werden erst einmal ins Gremium gegeben. Da werden sie vorgeprüft und das Gremium entscheidet, ob das Projekt so an den Konvent weitergereicht werden kann. Das ist eine Art von Vorprüfung. Und dann gelangt das auf den Konvent, wo 200 zufällig ausgewählte Menschen aus dem Hansaviertel, die eingeladen wurden durch ein Zufallsverfahren im Vorhinein, eben sich die Projekte anschauen und darüber abstimmen. Uns ist es wichtig, dass die Zukunft der Stadt eben in den Händen der Menschen liegt und in Zusammenarbeit mit der Stadt, also mit der Verwaltung, mit den Ratsfraktionen, sodass man im Prinzip eine Art der koproduktiven, aber auch vor allem partizipativen und bürgerinnengetragenen Stadtentwicklung vorantreibt. Weil wir glauben, dass wir damit zukünftige Herausforderungen, die auf uns zukommen, lösen können, gemeinsam durch den gemeinsamen Diskurs und die gemeinsame Gestaltung des städtischen Raums auf Quartiersebene. Genau, das Wichtige beim Hansaforum ist, dass wir erst einmal nur einen Möglichkeitsraum eröffnet haben, dass wir in den Dialog treten, dass wir fragen, was sind eure Vorstellungen von einer besseren Zukunft im Viertel? Es gab nichts, was wir vorgegeben haben, wo wir gesagt haben, so und so sollte das aber sein, sondern die Menschen haben es selbst definiert. In vielen Partizipationsprozessen in der Stadt ist es meistens ein Planverfahren, was schon vorgefertigte Konzepte hat, die dann vorgestellt werden. Und bei uns ist das Besondere, dass man wirklich darauf schaut, völlig unvoreingenommen, was sich Menschen hier für ihr Quartier wünschen. Und das ist das Besondere an dem Hansaforum. Man kann einmal ins Hansaforums-Team kommen und zum Beispiel ein Projektlotse werden oder das Team auf andere Weise unterstützen. Man kann ein Projekt einreichen. Man kann durch eine Zufallsauswahl am Gremium mitmachen und man kann beim Konvent mitmachen. Ja, das geht aktuell noch. Generell sind noch zwei Gremiums geplant. Einen festen Termin dafür gibt es aktuell noch nicht, aber das wird auf jeden Fall sehr frühzeitig kommuniziert und generell kann man auch noch große Projekte einreichen. Unsere Halbzeitbilanz ist durchweg positiv, das müssen wir wirklich sagen. Wir sind unheimlich stolz darauf, was bis dato passiert ist. Wir haben einen Kommunikationsraum geschaffen, wo die Menschen sich begegnen. Das ist auf dem Konvent der Fall. Wir schaffen über Social Media einen Kommunikationsraum, dass die Leute informiert werden. Wir haben die Menschen daran beteiligt, die Kriterien festzulegen, dass sich das Quartier in eine gemeinwohlorientierte Richtung entwickelt. Das ist der Quartiergemeinwohlindex, den wir hier hinter mir auch an der Wand stehen haben, ein bisschen weiter nach rechts. Wir haben bereits die ersten Erfahrungen gemacht, dass unser Konzept eine Art von Leuchtturmcharakter hat, weil uns andere Quartiere fragen, hör mal, was ist denn euer Modell eigentlich, wie geht ihr da vor, wie erreicht ihr die Leute aus dem Viertel? Das ist ein Ziel, was wir geschaffen haben. Wir haben eine Projektförderung etabliert, die funktioniert und inzwischen bereits um die 63 Projekte eingereicht bekommen, wo hinter jedem Projekt mindestens ein Mensch aus dem Viertel steckt. Meistens sind es aber 10 bis zu 50 Menschen. Also wir haben sehr, sehr viele Menschen erreicht und dass wir auch im Team ein sehr engagiertes, ehrenamtlich aktives Team haben, was das Ganze überhaupt möglich macht. Das ist unheimlich und wahnsinnig schön zu erleben. Das Einzige, wo wir noch ein bisschen dran feilen, ist an dem Co-City-Protokoll. Das ist so ein Tool, wo man über die Entwicklung von Projekten
durch viele praktische Schritte die Projekte viel stärker auf den sozialen Nahraum schneidet, also auf das Quartier. Was sind da eigentlich für Faktoren vorhanden? Welche Ressourcen sind vorhanden? Welche können wir in das Projekt mit einspeisen? Und dass dann man das Projekt letztendlich nochmal viel stärker auf das Quartier zuschneidet. Genau, und von daher, wir haben gerade auch den Zwischenbericht 2020 geschrieben, wo wir genau diese Fragen auch beantworten mussten. Was haben wir denn eigentlich alles geschafft? Und da müssen wir wirklich sagen, jo, all das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir hinbekommen. Auch das Hansa-Gremium als sehr, sehr wichtiges Tool und als Schnittstelle, als runder Tisch mit der Stadt, dass es ein Element ist der koproduktiven Stadtentwicklung. Und das gibt es deutschlandweit so in der Form nicht. Und das ist wunderbar, das so mitzubekommen, dass man ja, da so gut aufgestellt ist. Also unser Ziel war es von Anfang an, das Hansa Forum nicht einfach auslaufen zu lassen, weil das Förderprogramm nur auf 3 Jahre reduziert ist. Ein Faktor ist, dass wir natürlich die B-Side haben, das soziokulturelle Quartierszentrum, was da voraussichtlich Anfang 2023 eröffnet wird. Das heißt, dadurch, dass wir zur B-Side gehören, haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Anlaufstelle, also nicht eine Anlaufstelle, sondern da kann es automatisch weitergeführt werden in dem Haus. Das andere ist, dass wir uns auch darum bemühen, weitere Förderungen zu bekommen, weil es uns unheimlich wichtig ist, so diese Punkte weiterzuführen, wie zum Beispiel das Hansa-Gremium. Der Austausch zwischen der Bürgerschaft, der Stadtverwaltung und den Ratsfraktionen wurde von den Menschen als sehr bereichernd beschrieben, weil man sich auf Augenhöhe begegnet ist und Projekte gemeinschaftlich ja, reflektiert hat und da meistens zu einer sehr guten Entscheidung gekommen ist. Eine Veranstaltung 2021, die sich dieser Frage aber auch widmet, ist die Zukunftskonferenz bzw. die Zukunftswerkstatt, die wir im Oktober nächsten Jahres machen. Und da werden wir auch gemeinsam mit den Menschen gucken, okay, was sind denn eigentlich eure Vorstellungen? Wie möchtet ihr denn das Hansa Forum in die Zukunft tragen? Absolut. Also auf uns ist eine Frau aus Gievenbeck schon zugekommen und hat gefragt, hey, wie macht ihr das? Und weil sie so begeistert war, weil unser Ansatz ja ist, dass wir die Menschen aus dem Viertel fragen, hey, was sind denn eigentlich eure Vorstellungen und sich jeder einbringen kann. Das ist ja erstmal gar nicht so schwer, würde ich sagen. Das Wichtigste ist nur, oder die wichtigste Zutat ist, dass man Vertrauen schafft über die Pflege von Beziehungen. Das heißt, das herkömmliche Quartiersmanagement sollte vielmehr auch eine Art von Beziehungsmanagement, Beziehungspflege sein, damit man dann gemeinsam in dem Quartier wirken kann. Und das Schöne ist ja, dass die Ressourcen alle in einem Quartier vorhanden sind. Das Wissen, wie das Viertel von der Logik her funktioniert, liegt ja in der Erfahrung der Menschen, die hier wohnen und arbeiten, sich aufhalten. Und das einfach anzuzapfen und in die Stadtverwaltung und in die gesamtstädtische Planung und Organisation mit einfließen zu lassen, das ist einfach total gewinnbringend und auch ressourcenschonend und vollkommen im Trend einer nachhaltigen Stadtentwicklung.